In diesem Video sage ich etwas über Text, welchen wir direkt ins Fenster hineinschreiben. Also nicht in die Konsole wie mit Print und Printline, sondern wirklich ins Fenster. Ich möchte hier Hallo Welt hineinschreiben und der Befehl ist Text, Anführungszeichen. Jetzt kann ich hineinschreiben, was ich möchte. Hallo Welt. Komma, zum Beispiel 1040, Strichpunkt. Gut, was bedeutet dieses 1040? Das ist folgender Punkt, dieser hier unten, der Startpunkt, eigentlich wo die Schreiblinie anfängt. Das hier ist jetzt also der Punkt 1040. Das ist noch daran zu denken, es ist also wie ein Textfeld, das ich mache, wie ein Rechteck, das ich definiere, wo das reinkommt. Aber der Punkt ist nicht oben, sondern er ist unten definiert als Schreiblinie. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich mit größerem Text arbeite, dass es mir dann nach oben das dazu zählt. Okay, schaue ich mal schnell an, wie das Ganze aussieht. Ich habe hier schon etwas vorbereitet und ich gehe jetzt noch schnell hier in die Referenz hinein. Ich habe das hier markiert, was wir ähnlich machen. Ich gehe noch eins zurück und Der Befehl, die Befehle sind in diesem Bereich bei Typography, Loading and Displaying und dann kommen diese vier Hauptbefehle. Das heißt, ich kann einen Font erzeugen, ich kann ihn laden, zum Beispiel Arial und so weiter, Text und Textfont. Was hier fehlt, oder was nicht fehlt, das ist hier unten, Text Size werden wir brauchen und das ist mal hauptsächlich das. Es sei für, es sei auf diese Referenz verwiesen für weitere Möglichkeiten. Also, ich bin hier in diesem Bereich, ich habe das schon vorbereitet, dieses Fenster. Ich mache das so, nicht Welt, sondern Hallo Welt. Ich kann hier Leerschläge nehmen, was ich möchte. Und Komma, und jetzt 1040. Man sieht auch gleich die, ich gehe Ctrl-T. Man sieht hier gleich, das ist sehr klein in einer Standardschriftgröße und es ist weiß, das ist die Standardfarbe. Klassischer Fehler, wenn man einen weißen Hintergrund hat, denkt, es zeichnet nicht. Jetzt kann ich mal mit Text Size, kann ich hier mal das Ganze größer machen. Dann wird das schon mal helfen. Hallo Welt ist größer. Jetzt sieht man auch, wie wichtig das ist, dass ich hier weit genug nach unten gehe, weil eben der Startpunkt 1040 ist bei diesem H hier unten. Okay. Und jetzt könnte ich noch die Farbe ändern und die ist mit Fill, glaube ich zumindest, schauen wir sonst nachher schnell an, Fill 0 wäre jetzt in Schwarz. Genau, das macht es jetzt. Also das sind so diese Hauptsachen, die ich machen kann. Ich kann eben noch mit Align und so weiter arbeiten, dass ich links-rechts bündig habe. Was auch noch ein interessanter Ansatz ist für Zeilenumbruch, ich gehe schnell hier hinein. Das ist auch möglich, das sieht man hier bei diesem Standardsatz, wo alle Buchstaben vorkommen. Wenn ich hier noch zwei weitere Werte habe, dann erzeugt das eine Textbox, die 70 breit und 80 tief ist. Und dann ist es ähnlich wie in Word, wo ich so eine Textbox auch erzeugen kann, wo ich dann den Zeilenumbruch drin habe. Und in diesem Bereich könnte ich jetzt auch links, rechts, bündig machen und so weiter und so fort. Das dann eben über Align. Okay. Das soweit zum Text im Fenster. Und ich werde im nächsten Video noch kurz etwas sagen über den String-Typ, wo ich auch Variablen einen Text zuweisen kann.